Oder ich nehme den Rückschlag. Ich nehme den Rückschlag auch. Die Technik habe ich noch nicht auf Max. Allgemein, Schrück frisst ja wegen Salmonal-Techniken extremst viele Talentpunkte. Oh, ernsthaft, das habe ich für die Monado-Kopie gebraucht. Willst du mich verarschen? So, ich weiß gar nicht, wie das war, welches der zweitstärkste war. Also, ein zweitschwächste. Entweder es war der Mechon, der auf den gefallenen Armen sitzt, oder der Hasid im Sumpf. Eins von beiden. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal auf den gefallenen Arm, weil ich glaube, der Kampf könnte mir mehr Probleme bereiten aktuell. Weil ich glaube, damit hat keine Möglichkeit vorerst, also zumindest am Anfang des Kampfes, das die Mechon zu beschädigen. Da hinten sitzt er. Und das erste Problem dieses Kampfes ist nämlich auch, dass der Dude direkt angreift mit übelsten Schaden. Mal gucken. Hier ist eigentlich am sinnvollsten, Dunman zu spielen, einfach weil es eine coole Technik gibt, den Typen direkt auszunocken. Wollen nicht cheaten. Komm, wir versuchen es einfach mal. Wir werden ja sehen, wie es ausgeht. Ah. Okay, Stufe 105. So, was hängt da an? Mit dem Laser. Boah! Was? Ventor. Für 1800 in 12 Sekunden. Yo. Komm, mach. Yo, perfekt. Da liegt das mal, perfekt. Okay, den kann ich nicht mehr mitprügeln. Okay, jetzt brauche ich einen Teamangriff. Steht er schon wieder? Nein. Komm, jawohl. So, jetzt müssen sich aber ganz gewaltig gegenheilen. Verflucht nochmal. Fall um. Vorbei. Ja, unmächtig prügeln ist nicht. Nee, immun. Okay, dann muss ich mal die Reihenfolge später ändern, dass dann, wenn noch vor Fiora kommt, einfach ein bisschen mehr Schaden rauszuholen. Alter. Ja, los, halte ich erstmal eine Runde. Uff. Jawohl. Und weiter. Meine Leute, absolut im Wutmodus gerade. Alter, aber der eine Angriff hat mich schon so krass gefistet. Meine Güte. Ja, was mache ich mit dir? Eine leichte Heilung? Ja, Stützklinge vielleicht? Widerstanden, sinnlos. Sinnlos. Jo, auf. Ich bin ordentlich Kante verflucht. Jawohl. Was steht? Oh, was? Er steht wieder? Warum steht er wieder? Ich darf hier noch so oft rum. Okay. Wenn ich Zugriff auf Shulks Zyklon hätte, was ich doch gerade habe, kann ich ihn auch ein bisschen länger umgeworfen lassen. Okay, Shulk ist jetzt der Einzige, der kein Umwerfen Plus hat. Jetzt habe ich grün mal 3 drin. Egal, komm, zweiter Gang. Jawohl. Und direkt nochmal. Uff, es klappt. Es klappt. Der Einzige, der von den Crit-Heilungen nicht so hart profitiert, ist tatsächlich Shulk. Der den ganzen Kampf über jetzt nicht so krass hier geheilt. Egal.
We're counting on you. Leave it to me. Ja, komm, schmeiß ihn um. You cannot escape. Okay. So, okay, ja. Übertakten ist immer eine gute Option. We're not done yet. Okay. Schlitz. Oh, jetzt kann ich sogar ein bisschen auspacken. Komm. Gib ihm Blutung. Und ich spreche hinterher. Nur 13.000. Das sieht so mickrig aus. Yo, get fucking wrecked, my dude. Der steht gar nicht mehr auf. Das verbiete ich ihm. Ja, ich muss die Reihenfolge wirklich mal ändern. So könnte ich schon viel eher in rote Technik gehen. Ah, und umwerfen. Ach komm, ich mach mal den hier. Yo. Ach, ernsthaft. Was für ein Defense der auch hat. So, ich muss den nur wegprügeln. Nice. Das war der zweite Superboss. Uff. Wirklich, seine erste Attacke war auf jeden Fall die, die mir am meisten Angst gemacht hat. Ganz ehrlich.